Ich würde alle bitten, Platz zu nehmen. Die Musiker wollen ins Bett, also in einer Stunde ungefähr. In der Halle haben wir noch einige Herrschaften noch stehen. Genau, sonst gibt es Strafzahlung. Gut, wir fangen an. Thank you.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, auch meine Stimme soll nicht unerhört bleiben. Ich möchte Sie hier im Namen der gesamten Band begrüßen und ja auch einen herzlichen Applaus nochmal für unseren Kollegen Joshua Stefan. Ja, es ist immer wieder eine große Freude hier für den Jazzclub Hannover und hier für Jazz im Gartenheim, für unseren großartigen Freund Günther Hese hier zu spielen. Es ist wirklich immer toll. Ich erinnere mich, für mich ging es vor ein paar Jahren richtig los, so mit Reisen und Konzerte. Und da war der Günther Hese hier schon mit Joshua Stefan aktiv und ich durfte hier eingeladen werden und spielen und für Sie nun zum dritten Mal hier auf dieser wunderbaren Bühne stehen. Ich hoffe, es bleibt nicht bei dem dritten Mal. Und ja, nun ein wirklicher Knaller des Gypsy Jazz, For the Fora von Stochelo Rosenberg, den hat der Günther Hese natürlich auch schon hier gehabt. Viel Spaß! Thank you.
Dankeschön, vielen Dank. Vor Sephora von unserem wunderbaren Kollegen Stochlo Rosenberg. Die nächste Nummer, das ist ein Stück, das hat der Sandro komponiert. Vielleicht will er da auch ein paar Worte zu sagen. Ich gebe einfach das Mikrofon, weil ja. Ja, jetzt muss ich ganz tief in die Trickkiste greifen. Ja, so weit ist es dann auch nicht. Und zwar, ich habe ein Stück komponiert für einen Konzern. Den bringt man eigentlich gar nicht mit Musik in Verbindung. Das denkt man aber nur im ersten Moment. Und zwar im zweiten Moment hat dieser Konzern auch eine Kulturabteilung für Theater, Kunst, Kultur und Schauspiel, die so gar nichts mit dem Konzern sonst zu tun hat. Sie werden dann am Titel erkennen, für welchen Konzern dieses Lied gewidmet war und was man nicht für alles fürs Geld tut. Widmete ich diesem Konzern eine Nummer, einen Titel, und ich habe dieser Kulturabteilung sehr viel zu verdanken. Ich durfte da 3 Jahre Stipendiat sein und deshalb heißt das Stück, jetzt achtsam, Bayer Kulturswegen. Viel Spaß! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vielen Dank. All the things you are. Wir kommen jetzt zum letzten Stück des heutigen Abends. Ja, aber ich sag mal, so ein Qualitätspublikum, wie heute wieder hier ist. Also da wird mir ja alles andere als, ja, ich sag mal, ich will es jetzt gar nicht beschreien, aber ich sag mal, ihr seid wirklich gut drauf. Und das könnt ihr jetzt auch nochmal unter Beweis stellen, wenn ich die Mitmusiker nochmal vorstelle. Am Kontrabass, für euch heute mit dabei, das ist der wunderbare Volker Kamp. Wahnsinn. So viel Applaus bei Bass, das in Hannover ist es möglich. Mal gucken, was, ja, Volker Kamp. Das nimmt ja gar kein Ende. Wahnsinn, wenn es so weitergeht, sitzen wir ja morgen noch hier. Machen wir weiter mit dem Mann aus Quadrat Ischendorf. An der Rhythmusgitarre, der wunderbare, und Solo hat er auch gespielt, habe ich eben gehört, war ganz toll hier beim Funky in E-Moll, der wunderbare Sven Jungbeck. Es ist ähnlich wie bei mir, er kennt Hannover wie seine Westentasche, er hat ja wirklich oft gespielt, hat hier viele Fans und das absolut zu Recht, das muss man sagen, zum dritten Mal jetzt mittlerweile hier bei Gartenheim mit dabei und ich glaube, alles andere als einen tosenden Applaus kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich sage, Sandro Roy an der Geige mit dabei. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ja, und meine Westentasche habe ich gerade gefühlt und jetzt möchte ich einen ganz besonderen Gitarristen und vor allem Musiker nochmal ansagen. Er ist nicht aus Quadrat Ichendorf, sondern viel schöner aus München-Gladbach und auch viel schöner als Augsburg. Der Joshua Stefan an der Solo-Gitarre, meine Damen und Herren. Unglaublich seid ihr. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Günther hat es schon angesagt, am 16. Oktober wieder hier mit dem Transatlantic Guitar Trio. Das ist was wirklich ganz Einmaliges, denn das sind zwei Kollegen aus den Staaten, die man eben halt hier, ich sag mal, Richard Smith ab und zu vielleicht schon mal gesehen haben könnte, aber Rory Hoffman war noch nie in Deutschland zu Gast und das wird ganz großartig. Ich hoffe, dass viele dann wieder hier mit dabei sein werden. Und wir verabschieden uns mit einer Nummer, die wir aufgenommen haben. Es gibt ja die wunderbare, ein bisschen Werbung darf man ja auch mal machen, Gypsy Guitar Academy, wo man eben halt sehr viele verschiedene Gitarrenstile, natürlich Gypsy Swing vor allem, aber auch andere Nischen so ein bisschen lernen kann. Und diesen Kanal oder YouTube-Kanal zu dieser Academy haben wir vor ein paar Jahren einfach so nebenher mal aus der Taufe gehoben, bis das immer erfolgreicher wurde. Und wir haben wirklich viele wunderbare Gäste mittlerweile da gehabt, spielen oft im Trio mit Gästen. Sandro war jetzt zuletzt auch mit dabei. Wir haben zwei Nummern schon veröffentlicht und hier jetzt quasi eine Vorpremiere, könnte man sagen. Das kommt dann auf unserem Kanal genau nochmal so, wie es jetzt beim Günther eben halt auch ausgestrahlt wird. Und wir können uns wirklich freuen über das Internet. YouTube hat wirklich möglich gemacht, dass wir in der ganzen Welt spielen dürfen. Denn eigentlich findet diese Musik ja kaum noch im Fernsehen statt. Es gibt auch bei unseren Kulturprogrammen eigentlich diesen öffentlichen Auftrag, von dem man immer spricht. Das heißt, Jazz schiebt man dann auf 3.55 Uhr nachts an einem Dienstag. Und dann heißt es am Mittwochmorgen, ja, hat wieder keiner geguckt. Das ist, so ging das schon vor 20 Jahren und deswegen ein Hoch für uns Musiker aus der Nische. Denn wir haben einfach auch gemerkt, dass viele Leute an unserer Musik und anderer Musik Interesse haben und da kann man es einfach dann wirklich auch finden und da sind wir sehr, sehr glücklich. Jetzt zum Abschluss von George Gershwin. Und ich hole aus und sage, kaum einer weiß, dass er in Wirklichkeit Gershwitz hieß, ist dann in die Staaten gegangen und George Gershwin von ihm zum Abschluss, I Got Rhythm. Wusstest du auch nicht und du liest immer die Geo. Er liest alle Geo-Ausgaben, hat er tatsächlich zu Hause, aber die Gershwin-Ausgabe fehlt ihm noch. Da werden wir mal eine Sammlung machen und dir die zu Weihnachten schenken. Genau, zum Abschluss, I Got Rhythm.
Ich deute das als Zugabenwunsch und es ist gut. Wir haben noch ein Stück geübt und das wäre schade, wenn das jetzt nicht gespielt worden wäre. Denn es ist ähnlich wie Bossa Dorado, nur es ist in Dur und es ist Swing. Und, und eine andere Tonart. Aber es geht in die Richtung, würde ich sagen, wenn man sich es einfach wünscht. Es ist zum Abschluss ein alter Swing-Standard, den Django Reinhardt und Stefan Grappelli gespielt haben mit dem Hot Club de France. Das ist Shine. Thank you.
Musik.